Ja, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Smite, Folge 2. Heute wollte ich mal ein bisschen was über das Spiel erzählen, während ich spiele. Ich spiele mit Artemis. Ja, mein Team besteht aus dem Tank. Ich bin Jäger, Magier und Nahkämpfer, Assassine. Gegnerisches Team, ja, Tank und so weiter. Werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, ich erzähle mal ein bisschen über das Spiel, wenn es denn dann gleich mal losgeht. Ich frage mich gerade, was die... Ja, geht doch. Und zwar, Smite ist ein Free-to-Play-MOBA-Spiel. Was halt in der Art, wie alle anderen auch sind, ich spiele Arena-Modus. Arena-Modus besagt 5 gegen 5, ganz normal in der Arena. Minions müssen die Portale erreichen. Und die Gegner kriegen dann halt Punkte abgezogen, wir kriegen Geld und so weiter. Es gibt ein Item-System, wie bei Dota und so weiter. Man kann einmal auf Werte gucken, das ist die Werte von mir gerade. Man kann hier auf Gegenstände alle anzeigen lassen, da kann man sich aussuchen, welche man kaufen möchte, Offensive und so weiter. Und dann gibt es natürlich die Empfohlenen, die halt wie bei jedem anderen Spiel empfohlen sind. Finde ich auch nicht schlecht, weil ich bin jetzt nicht der beste Spieler und ich habe auch keine, nicht so viel Ahnung von diesen Items. Was ganz wichtig ist, wäre zu wissen, alles diese blaue Schrift hier, das sind passive Fertigkeiten von den Items, die kriegen, wenn man die höchste Stufe von denen erreicht. Skills hat man natürlich auch. Kann man sich mit K anzeigen lassen, was sie an Schaden machen und so weiter und was die können, kann man sich dann durchlesen. Die Skill erstmal natürlich Schaden und so was. Angriffsgeschwindigkeit und so weiter. Ich bin natürlich gerade in der Rolle, die halt als Hinter, sage ich jetzt mal, als Jäger. Ist natürlich jetzt eine Rolle, die, naja, auf Schaden basiert, sage ich jetzt mal. Sollte man natürlich dann auch Items kaufen, die auf Schaden basieren. Jetzt habe ich keinen Mana mehr, toll. Wenn wir kurz zurückgehen und uns mal was kaufen noch. Kann ich irgendwas kaufen? Lass mal gucken. Kann ich natürlich nicht, aber ist egal. Mana auffüllen. So, und weiter geht's. Ja, Smite, wie gesagt, ist ein Free-to-Play-Spiel. Es gibt alle möglichen Arten von Modis. Es gibt natürlich der normale MOBA-Modus, sag ich mal, mit diesen drei Lines. Gibt es hier auch, der heißt hier Conquest oder Eroberung auf Deutsch. Es gibt... Jetzt bin ich tot, ist egal, was soll's. Es gibt hier auch das, ja. Es gibt hier mehrere Modis, die werde ich auch noch in einem Video mal zeigen. Es gibt hier auch ein Shop-System, klar, man kann sich mehr Echtgeld-Juwelen kaufen, zum Beispiel. Man kann aber auch durch Spielen kriegt man Gunst. Und diese Gunst kann man auch eintauschen gegen neue Götter, Skins und so weiter. Was ich natürlich richtig cool finde, so was. Dass man auch alles erreichen kann mit Spielen, sag ich mal. Und man nicht gezwungen ist, echt Geld auszugeben. Weil, ich sag mal jetzt ehrlich, ich habe da nichts gegen, wenn das System vernünftig ist. Und so wie hier zum Beispiel, dass man auch die Sachen erreichen kann, wenn man spielt. So wie ich mitgekriegt habe, sind die Götter, die man sich kaufen kann, auch ziemlich balanced. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich für 10 Euro einen Gott kaufen kann, wo ich gerade nicht weiß, wie teuer das genau ist, weil ich mir das nicht angeguckt habe. Wo man dann weiß ich, wie gut ist oder so. Oder wie stark man ist. Wow. Okay, da konnte man. Aber jetzt kaufen wir mal die Schuhe schon mal, dann habe ich die schon mal. So, ein bisschen
Schaden kriegen. Ja, was gibt's noch? Wie gesagt, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Cool gemacht auf jeden Fall. Gibt's auch schon länger. Ziemlich lang, glaube ich sogar. Ja. Die Website verlinke ich natürlich unten. Ist klar. Wie gesagt, macht auf jeden Fall richtig gut Laune, das Spiel. Ist auf jeden Fall ein richtig schönes Spiel, definitiv. Macht Spaß und ist auch schön, wenn man sich dann mal neue Götter leisten kann und so. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Wie gesagt, das ist jetzt der Arena-Modus. Gibt natürlich noch andere Modis. Wichtig ist zu wissen, also das Spiel, ich habe es sind wir Wochenende runtergeladen, letztes Wochenende. Das hat ungefähr 5 GB circa, schätze ich so. Waren das, ich glaube 5 oder 6 GB waren das. Sollte man auf jeden Fall vorher wissen, bevor man sich da runterlädt. Heutzutage natürlich ist das jetzt nicht so extrem schlimm. Ja. So viel erstmal zu dem Spiel. Wie gesagt, das Spiel, das hat auch ein schönes Shop-System, was jetzt nicht extrem auf Pay-to-Win ausgelegt ist. Wie man das ja manchmal auch hat. Des Öfteren bei manchen Spielen, um keine Namen zu nennen. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Spiel. Ich hab's auf jeden Fall. Ist jetzt nicht das Einzelspiel in der Art, was ich spielen werde und zeigen werde, definitiv. Da werden noch ein paar kommen. Aber ich muss mich natürlich auch erstmal ein bisschen reinspielen in die Spiele, weil sonst ist das ja auch. Boah, aua. Tot. Tja. Tja, tja, tja. Aber was willst du machen, ne? Aber so schlecht sieht das noch gar nicht aus. 11 zu 13 Kills. Geht eigentlich, was habe ich? 4 Assists wenigstens. Ich weiß zwar nicht, warum ich irgendwie keinen töte hier, weil ich bin irgendwie zu doof zum Schießen, glaube ich, zum Zielen. Habe ich auch im ersten Video schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht der Superspieler von diesem Spiel. Oder überhaupt von dieser Art Spielen. Ich gebe mein Bestes, wie in jedem Spiel. Ist klar. Aber man kann nicht alles gut spielen. Oder perfekt spielen. Dann. Und du stirbst jetzt. Nein, du bist immun. Jetzt stirbst du, danke. Jetzt habe ich ihn getötet. Geht doch. Ein Kill gemacht. Sehr schön. Ach, aber jetzt ist er gestorben. Immerhin. So, kommen wir. Das Ding. Schaden kritischer Treffer erhöht. So, wie gesagt, die Items sieht man auch, wenn man die anwählt, da unten passiv Schaden von kritischen Treffern um 50% erhöht. Das hat jedes Item, sollte man auch darauf achten, welche passiven Fertigkeiten, ja, manche haben Verteidigung, steht auch da, ist dann defensive Items zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Items. Man muss natürlich jetzt nicht nur die kaufen, die da stehen. Es gibt, wie gesagt, ich habe es am Anfang gezeigt. Man kann auch natürlich alle Gegenstände anzeigen lassen. Dann kann man sich dann aussuchen auf Schaden oder auf Heilung pro Sekunde und so weiter und so fort. Geht natürlich alles. So, du stirbst jetzt, danke. So, und ich muss jetzt mal weg hier. Nein, ich kann nicht mehr weg. Ha, was soll's. Dann kaufen wir uns den noch. So, da ich auf Schaden gehen möchte mit Jägern, ist das natürlich vorteilhaft, wenn man erstmal hier auf die ganzen Schadens-Items geht. Die erhöhen den Schaden natürlich merklich, wenn man auch hier guckt. Ich bin jetzt bei 120 Kraft circa.
durch die Ringung auch schon 15, Angriffsgeschwindigkeit auch schon erhöht. Ist natürlich ein schönes System, aber das, wie gesagt, da gibt es fast allen Systemen. Ah, da ist er wieder. Das sollte jetzt natürlich nicht passieren. Aber da ich ein Wireless-Headset habe, kann das passieren. Und das war jetzt nicht so toll. Tut mir leid dafür, aber ich habe leider nur ein Wireless-Headset. So. Komm. Geht doch. Machen wir mal Angriffsgeschwindigkeit an. Wollen wir mal da Dinge zerstören. Ach ja, das gibt's auch noch. Arena-Modus. Spawnen jetzt zwischendurch auf beiden Seiten so ein Manticore heißen die. Aua. Manticores heißen die. Die, wenn sie ankommen, ziehen die direkt, ich glaube, 15 ab. 15 oder 30 waren, ne? Sollte man natürlich zerstören, weil 30 Punkte sind dann natürlich nicht so wenig. Oder 15. Denn so ein Minion gibt nur einen Punkt. Und jetzt steht 24 zu 22 Kills, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Geht besser, aber... Oh, Eingangsküche können wir wieder pushen. Wow. Nicht schlecht, was er abgezogen hat. Muss man ja sagen. Dann hole ich mir noch den Henker, der ist auch gut, weil der gibt Grundangriff für Gegner, vor allem den physischen Schutz. Natürlich auch die schlechteste. Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel halt richtig gut, weil mit WASD zu steuern, klar, mit den F1 bis 4 Tasten kann man die Skills aufwerten, so, das Wort habe ich gesucht. Mit 1, 2, 3, 4 kann man sie, die kann man aber auch ändern, die Belegung natürlich. Ah, Mist, nicht gekriegt. Aber... Da geht wieder Minions ins Portal, das ist natürlich richtig cool. So. Aua. Mein Gott, was hab ich denn da? Eine Welle. Toll. Das ist auch schon mal für Schaden. Schaden ist nämlich immer gut bei diesem Spiel. Natürlich war das ist immer gut, ist natürlich Geschmackssache. Aber ich gehe mit Jägern, Assassinen und so weiter, gehe ich immer auf Schaden. Ja gut, es gibt... wäre ich gerade so Jäger, Assassin oder so sagt, es gibt mehrere Klassen hier oder Art Klassen, wie bei allen anderen auch. Es gibt Tanks, es gibt SS Assassin, es gibt Jäger, es gibt Magier, es gibt dann natürlich einen Unterschied in Fernkampf und Nahkampf. So, und du stirbst jetzt, danke. Und ja, diese Unterschiede gibt es halt. So muss man dann halt gucken, wer was kann. Gehen unsere Minions wieder rein. Oh, da war ein Crit. Gar nicht schlecht. 424. Hä? Wo ist er hin? Keine Ahnung. Aber, boah, 718 hat er mir abgezogen. Gewinnt auch gar nicht. Ah, ich werde mich jetzt mal verziehen. Die töte ich noch.
So, wenn wir erstmal kurz wieder zurück, mal dort kaufen und Mana auffüllen und so weiter. So, dann kaufen wir uns den hier. Ja, erstmal den. Denn die machen dann einen Tick. Dot, um genau zu sein, wenn ich einen Crit mache. So, aber sieht schon mal nicht, sieht nicht schlecht aus. Das sieht aus, als ob ich das gewinnen würde. Und natürlich auch mal schön wäre. In der ersten Folge habe ich ja kläglich versagt. Wow, der war gut. Der war auch gut. Ah, zwei Stück gekillt, immerhin. War natürlich auch nicht zu beachten ist, ne? So. So, weiter auf Schaden. So, dann wollen wir mal wieder rein, ne? Wollen wir den mal töten? Ah, das gewinnen wir aber. 45:9 auf jeden Fall. Boah. Ich kann mir wenigstens mal das eine Teil kaufen hier. Das wird das wahrscheinlich nicht mehr reichen, weil das wird gleich Ende sein. Vier Punkte noch. So, 14:0, ha? Das war aber knapp. So, jetzt zeige ich euch noch den Endbildschirm. So, da steht jetzt zum Beispiel Gunst, da habe ich natürlich jetzt 100 mehr, weil erster Sieg des Tages. Mit Gunst, wie gesagt, kann man die anderen Götter kaufen, die so um die 5000 kosten pro. Ich habe momentan 922. Anbeter kriegt man für den Gott. Das nennt sich dann Meisterstufe. Erfahrung ist klar, Account-Erfahrung, damit steigt man Stufen. Das sind die Auszeichnungen, die ich gekriegt habe. Ich habe einen Doppelkill gemacht, 23 Assists und 5 Spieler getötet. Kann man sich auch hier nochmal angucken. Ja, 6 Kills, 11 mal gestorben, 23 Assists ist jetzt nicht so schlecht. Hier sieht man auch die Werte, die man hatte. Ich bin komplett auf physischen Schaden gegangen. Keine Verteidigung, kein Magisch. Ja, da kann man nochmal die ganze Liste gucken von den Gegnern, wie viel Gold man hatte, wie viel Gold pro Minute und wie viel Spielerschaden man gemacht hat. Lakaischaden ist dann Minionschaden, erhaltener Schaden ist auch klar. Abgeschwächt, weiß ich jetzt gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. Materialschaden gibt es hier nicht, gibt es bei anderen Maps. Spielerheilung habe ich nicht, heilen kann ich nicht. So, das war's. Damit bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich wünsche einen schönen Tag. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!